Noch sind 3 Minuten zu spielen. 17 Minuten, das heißt die gesamte zweite Halbzeit, ist Stefan Kochs Mannschaft ohne Korberfolg. Jetzt der nächste Versuch. Der 29. Fehlwurf in Serie, aber ein Offensivrebound. Der Verteidiger kommt und ein klares Foul. Koch am Seitenrand ist außer Rand und Band. Er ruft herüber zum Schiedsrichter. Der kommt. Eine heiße Diskussion. Ich weiß nicht, was Koch ihm sagt, aber er ist völlig außer Kontrolle. Der Schiedsrichter zeigt ihm das große T. Stefan Koch ist disqualifiziert. Er muss die Halle verlassen. Aber so kennen wir ihn nun mal.